Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch die PressReader App. Wenn ihr die App geöffnet habt, erscheint als erstes diese Anmeldemaske. Als erstes klicke ich auf Bücherei und es öffnet sich eine neue Maske. Im ersten Feld muss ich die Stadtbibliothek Erlangen auswählen. In den zwei Feldern darunter muss ich meine Bibliothekskartennummer angeben und meinen PIN. Und dann klicke ich auf Anmelden. Wenn ich mich nicht wieder abmelde, besteht der Login für eine Woche. Erst dann muss ich meine Anmeldedaten wieder eingeben. Nun bin ich auf der Seite Shop. Hier kann ich im gesamten Sortiment von PressReader recherchieren. Rechts wird mir schon eine Zeitung empfohlen und ich kann zwischen Zeitschriften und Zeitungen auswählen. In dem weißen Menü in der Mitte kann ich durch die verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften von PressReader navigieren. Ich kann es mir nach Kategorien, Länder, Sprachen oder Typen anzeigen lassen. Ich wähle jetzt mal die Zeitungen vom Vereinigten Königreich und wähle da The Guardian aus. Ich muss nur noch auf Öffnen klicken und schon kann ich loslesen. Indem ich von rechts nach links wische, kann ich durch die Zeitung blättern. Am unteren Rand wird mir das Inhaltsverzeichnis der Zeitung angezeigt, so kann ich leichter durch die verschiedenen Themen navigieren. Auch kann ich hier zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln. Oben rechts gibt es noch drei Punkte. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich noch ein Menü, wo ich verschiedene Sachen auswählen kann, wie die Übersetzung, Drucken, Hören und so weiter. Möchte ich einen Artikel lesen, klicke ich einfach auf die Überschrift und schon öffnet er sich in der Textansicht, in der ich den Text ganz komfortabel lesen kann. Am Ende von jedem Artikel habe ich noch einmal ein paar Möglichkeiten. Ich kann einen Kommentar schreiben, ich kann den Artikel teilen, ich kann ihn zu meinen Lesezeichen hinzufügen und noch ein paar weitere Sachen. Ich füge den Artikel jetzt mal zu meinen Lesezeichen hinzu, klicke dazu auf Save, dann öffnet sich ein Menü. Und da wähle ich aus Post to my Channel und klicke dann wieder auf Save. Durch den Pfeil oben links komme ich wieder ganz zurück zu der Auswahl der Zeitungen und auch zu den Kategorien. Ganz links gibt es noch dieses dunkelgraue Menü. Wenn ich zum Beispiel auf Herunterladen klicke, sehe ich alle Zeitungen, die ich in den letzten 90 Tagen geöffnet habe. Wenn ich auf Konten klicke, kann ich mein Konto verwalten. Hier kann ich zum Beispiel auch eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und einen Spitznamen vergeben und schalte so weitere Funktionen frei. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ganz unten ist noch der Menü-Button Einstellungen. Hier kann ich noch ein paar allgemeine Einstellungen vornehmen. Ich werde jetzt gleich mal loslesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.